Bischof Heiner Koch, der Benediktinerabtpräses Jeremias Schröder, Kardinal Kaspar und der Redaktionsleiter der deutschen Abteilung von Radio Vatikan, Pater Bernd Hagenkort. Aus Österreich Kardinal Christoph Schönborn von Wien, Bischof Benno Elbs von Feldkirch und aus der Schweiz der Bischof von Sitten, Jean-Marie Lovet. Die Gläubigen, die an dieser heiligen Messe heute im Petersdom teilnehmen, können unter den üblichen Bedingungen einen vollkommenen Ablass erlangen. Die üblichen Bedingungen sind bekannt: frei sein von jeder Anhänglichkeit an irgendeine auch lässliche Sünde, sakramentale Beichte, Empfang der Heiligen Kommunion und Gebet nach der Meinung des Heiligen Vaters. In der Einführung werden von der Schola im betenden Gesang Segenswünsche für diese kommende Synode erbeten, für die heilige Kirche Gottes, die die Seelen zusammenführt über die Grenzen der irdischen Reiche hinaus, schenke ihr immerwährendes Heil. Für Papst Franziskus, der die Völker in Einheit mit der Lehre zusammenführt, schenke dem Hirten Gnade und der Herde Folgsamkeit. Für die Bischöfe, Hüter des katholischen apostolischen Glaubens, und für die ihnen anvertrauten Gläubigen, schenke ihnen Leben. Für die Regierenden und alle unsere Mitbürger, die mit uns beten, schenke ihnen wahre Herzensruhe und die Erfüllung ihrer Selbstverpflichtungen. Und es werden verschiedene Heilige und Selige der katholischen Kirche angerufen um Fürsprache. Seiner Predigt gestern während der Vigilfeier auf dem Petersplatz hat Papst Franziskus davon gesprochen, dass die Kirche Mutter und Vater gleichzeitig sein müsse, wenn sie sich der Familie annimmt. Die Synode muss, wenn sie für die Familie arbeitet, von Nazareth ausgehen, so Papst Franziskus. Sie muss von der Familie nicht nur sprechen, sondern auch von der Familie lernen und ihren Wert erkennen, trotz all ihrer Mühen und Widersprüche. Unsere heutige Zeit bezeichnete Franziskus als das heidnische Galiläa unserer Zeit. Und gerade in dieser Zeit muss die Bedeutung der Kirche als Mutter wieder hervorgehoben werden. Als Mutter ist die Kirche fähig, so Franziskus, mit Hingabe, mit Zärtlichkeit und mit moralischer Kraft Familien zu begleiten. Denn wenn wir nicht verstehen, die Gerechtigkeit mit dem Mitleid zu verbinden, werden wir schließlich unnötig streng und zutiefst ungerecht werden. So der Papst. Eine Kirche, die Familie ist, weiß aber auch, mit der Liebe und der Nähe eines Vaters zu handeln. Als solcher lebe sie die Verantwortung des Hüters, der beschütze, ohne zu bevormunden, der korrigiere, ohne zu demütigen, der erziehe,
mit dem guten Vorbild und mit Geduld, bisweilen einfach mit dem Schweigen eines betenden und offenen Wartens. Die Kirche ist ein offenes Haus, weit entfernt von Prunksucht, aufnahmebereit im nüchternen Stil ihrer Mitglieder und gerade deshalb zugänglich für die Hoffnung auf Frieden, die in jedem Menschen vorhanden ist, auch in denen, deren Herz durch die Prüfungen des Lebens verletzt und leidend ist. Und die Synodenväter hier bei ihrem Einzug im Petersdom, im grünen Messgewand. Rund 8000 Menschen fasst der vollbesetzte Petersdom, die im Mittelschiff zu sitzen kommen, aber auch links, rechts und hinter dem Konfessioaltar. Ein langer feierlicher Einzug. Wie das heute üblich ist, Papst Franziskus, der abgefilmt wird von abertausenden Mobiltelefonen und iPads. Bei liturgischen Anlässen ist Franziskus sehr zielgerichtet und der Würde des Anlasses gemäß. Bleibt nicht stehen, lässt sich nicht ablenken, sondern geht geradewegs zu auf den Altar, auf das Allerheiligste. Auch deswegen war die Vigilfeier gestern auf dem Petersplatz unter Beteiligung so vieler Familien ein schönes Vorzeichen dieser Bischofssynode. Es hatten sich Zehntausende Gläubige versammelt. Mehrere junge und auch ältere Paare und Familien trugen ihre Geschichte, ihr Zeugnis vor, sprachen etwa über die erste Verliebtheit, die Prüfung, den Ehepartner zu lieben, wie Jesus die Kirche und den Umgang mit Krankheit in der Familie. Danach entzündeten sie gemeinsam mit Papst Franziskus eine Lampe, deren Licht an die Menge der Gläubigen weitergegeben wurde. Franziskus, wie gewohnt, mit seinem schweren Hirtenstab unterwegs, der aus dem Jahr 1965 stammt. Papst Paul VI. Hat diesen Hirtenstab mit dem
sterbenden Jesus auf dem Kreuz anfertigen lassen und ihn zum ersten Mal benutzt am 8. Dezember 1965 bei der Heiligen Messe zum Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dieser Hirtenstab schien wie mit Papst Johannes Paul II. Verwachsen, der ihn seit seines Pontifikates über fast 27 Jahre benutzt hat. Und Papst Franziskus hat sich dafür entschieden, dass auch er diesen Stab des Hirten benutzt. Der Heilige Vater ehrt das Evangeliar mit Weihrauch. Und den Altar, den Confessio-Altar, der sich in der Mitte des Petersdoms befindet, genau über dem Grab des heiligen Petrus, des ersten Papstes. Der heiligen Familie ist hier neben dem Altar aufgestellt und wurde mit Weihrauch geehrt. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor de ogni. Bonus fratres, quia peccati nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo pregor beatam Mariam sempre Virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres orare pro me, ad hominum Deum nostrum. Miserato nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.
Nun das Tagesgebet. Allmächtiger Gott, du gibst uns in deiner Güte mehr, als wir verdienen, und Größeres, als wir erbitten. Nimm weg, was unser Gewissen belastet, und schenke uns jenen Frieden, den nur deine Barmherzigkeit geben kann. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die erste Lesung aus dem Buch Genesis 2, 18 bis 24 auf Englisch. Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott, der Herr, formt aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu,
um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. This is why a man leaves his father and mother and joins himself to his wife. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, und sie werden ein Fleisch. Antwortpsalm: Der Herr segne uns alle Tage unseres Lebens. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Chi teme il Signore cammina nelle sue vie. Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt und der auf seinen Wegen geht. Sarai felice, avrai ogni bene. Was deine Hände erwarben, kannst du genießen, wohl dir, es wird dir gut ergehen. I tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa. Fruchtbarer Weinstock ist deine Frau drinnen im Haus, wie junge Ölbäume sind deine Kinder rings um deinen Tisch. Ti benedica il Signore da Sion. Du sollst dein Leben lang das Glück Jerusalems schauen und die Kinder deiner Kinder sehen. Frieden über Israel. Die zweite Lesung aus dem Hebräerbrief 2, 9 bis 11. Lecture de la lettre aux Hébreux. Jésus avait été abaissé un peu au-dessous des anges. Et maintenant, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc
Den, der nur für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, Jesus, ihn sehen wir um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Es war nämlich Gottes gnädiger Wille, dass er für alle den Tod erlitt. Denn es war angemessen, dass Gott für den und durch den das All ist und der viele Söhne zur Herrlichkeit führen wollte, den Urheber ihres Heils durch Leiden vollendete. Denn er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle von einem ab. Darum scheut er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Ruf vor dem Evangelium: Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Das Evangelium Markus 10, 2 bis 16. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi Domine. Der Diakon ehrt das Evangeliar mit Weihrauch, bevor das Evangelium verkündet. In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus und fragten: Darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. Er antwortete ihnen: Was hat euch Mose vorgeschrieben? Sie sagten: Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Jesus entgegnete ihnen:
Nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Zu Hause befragten ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwortete ihnen: Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet. Et si ipsa dimisserit virum suum et alinupserit mecatur. Et offerebant illi parvulus, ut tangeret illos, discipuli autem cominabantur eis. Ad videns Iesus, indigne tulit et aetilis, siniti parvulus venire ad me. Non e prohibuerit eos talium est regnum Dei. Amen dico vobis, quis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intrabit in illud. Et complexons eos benedicebat, imponens manus super illos. Verbum Domini. Diakon hat das Evangeliar dem Heiligen Vater gebracht, der damit die anwesenden Gläubigen segnet. Es ist eine sehr schöne Ausgabe des Evangelienbuches mit einem Abbild der Heiligen Familie. Und nun folgt die Predigt von Papst Franziskus. Se ci amiamo gli uni agli altri
Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet, heißt es bei Johannes. Die biblischen Lesungen dieses Sonntags scheinen eigens für das Ereignis der Gnade ausgewählt zu sein, das die Kirche lebt, nämlich die ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode zum Thema Familie, die mit dieser Eucharistiefeier eröffnet wird. Die Lesungen sind auf drei Themen konzentriert. Das Drama der Einsamkeit, die Liebe zwischen Mann und Frau und die Familie. Die Einsamkeit. Adam lebte, wie wir in der ersten Lesung hören, im Paradies. Er gab den anderen Geschöpfen Namen und übte so eine Herrschaft aus, die seine unbestreitbare und unvergleichliche Überlegenheit zeigt. Doch trotz alledem fühlte er sich allein, denn eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht, wie es im Bericht der Genesis heißt. Und er machte die Erfahrung der Einsamkeit. Die Einsamkeit, das Drama, das noch heute viele Männer und Frauen quält. Ich denke an die sogar von ihren Lieben und von den eigenen Kindern verlassenen alten Menschen, an die Witwer und die Witwen, an die vielen Männer und Frauen, die von ihrer Frau bzw. ihrem Mann verlassen wurden, an die vielen Menschen, die sich de facto allein, unverstanden und nicht angehört fühlen, an die Migranten und die Flüchtlinge, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, und an die vielen jungen Menschen, die Opfer der Konsumkultur sind, der Wegwerfkultur und der Kultur der Aussonderung. Heute erleben wir das Paradox einer globalisierten Welt, in der wir viele Luxuswohnungen und Wolkenkratzer sehen, aber immer weniger die Wärme des Zuhauses und der Familie spüren. Viele ehrgeizige Pläne, aber wenig Zeit, um das Erreichte wirklich zu leben. Viele ausgeklügelte Mittel zur Unterhaltung, aber eine ständig wachsende Leere im Herzen. Viele Vergnügungen, aber wenig Liebe. Viele Freiheit, aber wenig Selbstständigkeit. Kontinuierlich nimmt die Zahl derer zu, die sich allein fühlen, aber auch derer, die sich im Egoismus, in der Schwermut, in zerstörerischer Gewalt oder in der Sklaverei des Vergnügens oder des Götzens Geld selbst verschließen. In diesem Sinn machen wir heute dieselbe Erfahrung wie Adam. So viel Macht, gekoppelt mit so viel Einsamkeit und Verwundbarkeit. Und in der Familie spiegelt sich diese Situation wider. Immer weniger Ernsthaftigkeit in dem Bemühen, eine solide und fruchtbare Liebesbeziehung durchzutragen. In Gesundheit und Krankheit, in Reichtum und Armut, in guten wie in bösen Tagen. Die dauerhafte Treue, gewissenhafte, tragfähige, fruchtbare Liebe wird immer mehr belächelt und angesehen, als sei sie etwas Altertümliches.
Es scheint, dass die am weitesten entwickelten Gesellschaften gerade die sind, die die niedrigste Geburtenrate und die höchste Quote an Abtreibungen, Scheidung, Suizid, Umweltverschmutzung und sozialer Ungerechtigkeit haben. L'amore tra uomo e donna. Die Liebe zwischen Mann und Frau. Wir hören weiter in der ersten Lesung, dass das Herz Gottes sich beim Anblick der Einsamkeit Adams gleichsam betrübte und er sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Diese Worte zeigen, dass nichts das Herz des Menschen so glücklich macht, wie ein Herz, das ihm gleicht, das ihm entspricht, das ihn liebt und ihn von der Einsamkeit, von dem Gefühl, allein zu sein, befreit. Diese Worte zeigen auch, dass Gott den Menschen nicht zu einem Leben in Traurigkeit und Alleinsein erschaffen hat, sondern für ein Leben im Glück, indem er seinen Weg gemeinsam mit einer anderen Person geht, die ihn ergänzt, damit er die wunderbare Erfahrung der Liebe macht. Zu lieben und geliebt zu werden, damit er seine fruchtbare Liebe in seinen Kindern sieht, wie der heutige Psalm sagt. Ecco il sogno di Dio per la sua creatura diletta. Das ist der Traum Gottes für sein geliebtes Geschöpf. Zu sehen, dass es sich verwirklicht in der Vereinigung der Liebe zwischen Mann und Frau. Feconda nella donazione reciproca. E lo stesso disegno che Gesù nel Vangelo di oggi. Glücklich auf dem gemeinsamen Weg, fruchtbar in der gegenseitigen Hingabe. Es ist derselbe Plan, den Jesus im heutigen Evangelium mit diesen Worten zusammenfasst. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Angesichts der rhetorischen Frage, die Jesus gestellt wurde, wahrscheinlich als Falle, um ihn der Menschenmenge, die ihm folgte und bei der die Scheidung als eine fundierte und unantastbare Realität praktiziert wurde, auf einen Schlag unsympathisch zu machen, Jesus also antwortet unverblümt und überraschend. Er führt alles auf den Ursprung der Schöpfung zurück, um uns zu lehren, dass Gott die menschliche Liebe segnet, dass er es ist, der die Herzen zweier Menschen, die einander lieben, verbindet und dass er sie in der Einheit und Unauflöslichkeit verbindet. Das bedeutet, dass das Ziel des ehelichen Lebens nicht nur darin besteht, für immer zusammenzuleben, sondern für immer einander zu lieben. So stellt Jesus die ursprüngliche und ursprunggebende Ordnung wieder her. Die Familie. L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das ist eine Aufforderung an die Gläubigen, jede Form von Individualismus und Legalismus zu überwinden. Diese verbergen nämlich einen kleinlichen Egoismus und eine Angst davor, die authentische Bedeutung des Paares und der menschlichen Sexualität im Plan Gottes anzunehmen. In der Tat wird nur im Licht der Torheit, der schenkenden Selbstlosigkeit, der österlichen Liebe Jesu, die Torheit der schenkenden Selbstlosigkeit einer ehelichen Liebe verständlich.
die einzig ist und bis zum Tod fortdauert. Für Gott ist die Ehe keine Utopie der Jugend, sondern ein Traum, ohne den seine Geschöpfe zur Einsamkeit bestimmt sind. Tatsächlich lähmt die Angst, diesen Plan aufzunehmen, das menschliche Herz. Paradossalmente anche l'uomo d'oggi, che spesso ridicolizza questo disegno. Paradoxerweise ist auch der Mensch von heute, der diesen Plan oft lächerlich macht, von jener authentischen Liebe, von jeder tragfähigen Liebe, von jeder fruchtbaren Liebe, von jeder treuen und immerwährenden Liebe angezogen und fasziniert. Wir sehen, wie er den Liebesbeziehungen des Augenblicks nachläuft. Doch sein Traum ist die authentische Liebe. Er läuft den fleischlichen Genüssen nach, aber er sehnt sich nach der völligen Hingabe. Heute, und hier zitiert Papst Franziskus Papst Benedikt XVI., heute, wo die Verheißungen der unbegrenzten Freiheit voll ausgekostet sind, fangen wir an, das Wort von der Traurigkeit dieser Welt neu zu verstehen. Die verbotenen Genüsse verloren ihren Glanz in dem Augenblick, in dem sie nicht mehr verboten waren. Sie mussten und müssen radikalisiert, immer neu gesteigert werden und erscheinen zuletzt doch schal, weil sie alle endlich sind, der Hunger aber nach dem Unendlichen geht. In diesem sehr schwierigen Kontext von Gesellschaft und Ehe ist die Kirche berufen, ihre Sendung in Treue, in Wahrheit und in Liebe zu leben. Ihre Sendung zu leben in der Treue zu ihrem Meister, wie eine Stimme, die in der Wüste ruft, um die treue Liebe zu verteidigen und die zahlreichen Familien zu ermutigen, die ihre Ehre, die ihre Ehe als einen Bereich leben, in dem sich die göttliche Liebe offenbart. Um die Heiligkeit des Lebens, eines jeden Lebens zu verteidigen. Um die Einheit und die Unauflöslichkeit des ehelichen Bandes zu verteidigen, als ein Zeichen der Gnade Gottes und der Fähigkeit des Menschen, ernsthaft zu lieben. Die Kirche ist dazu gerufen, ihre Sendung zu leben in der Wahrheit, die sich nicht ändert mit den flüchtigen Moden oder den herrschenden Meinungen. In der Wahrheit, die den Menschen und die Menschheit vor der Versuchung der Selbstbezogenheit schützt und davor die fruchtbare Liebe in sterilen Egoismus und die treue Verbundenheit in zeitweilige Bindungen zu verwandeln. Ohne Wahrheit gleitet die Liebe in Sentimentalität ab. Sie wird ein leeres Gehäuse, das man nach Belieben füllen kann. Das ist die verhängnisvolle Gefahr für die Liebe in einer Kultur ohne Wahrheit. Auch hier hat Papst Franziskus seinen Vorgänger Benedikt XVI. Zitiert mit einem Abschnitt aus dessen Enzyklika Caritas in Veritate. Und die Kirche ist dazu gerufen, ihre Sendung zu leben in der Liebe, die nicht mit dem Finger auf die anderen zeigt, um sie zu verurteilen, sondern in Treue zu ihrem Wesen als Mutter sich verpflichtet fühlt, die verletzten Paare zu suchen und sie mit dem Öl der Aufnahme und der Barmherzigkeit zu pflegen.
Die Kirche ist gerufen, ein Feldlazarett zu sein mit offenen Türen, um jeden aufzunehmen, der anklopft und um Hilfe und Unterstützung bittet. Die Kirche ist gerufen, aus der eigenen Einzäunung herauszutreten und auf die anderen zuzugehen mit wahrer Liebe, um mit der verletzten Menschheit mitzugehen, um sie mit einzuschließen und sie zur Quelle des Heils zu führen. Eine Kirche, die die Grundwerte lehrt und verteidigt, ohne zu vergessen, dass der Sabbat für den Menschen da ist, nicht der Mensch für den Sabbat. Und dass Jesus auch gesagt hat, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Eine Kirche, die zur authentischen Liebe erzieht, die fähig ist, aus der Einsamkeit zu befreien, ohne ihre Sendung als barmherziger Samariter für die verletzte Menschheit zu vergessen. Ich erinnere mich an den heiligen Johannes Paul II., als er sagte, der Fehl und das Böse müssen immer verurteilt und bekämpft werden. Aber der Mensch, der fällt oder einen Fehler macht, muss verstanden und geliebt werden. Wir müssen unsere Zeit lieben und dem Menschen unserer Zeit helfen. Und die Kirche muss ihn aufnehmen, ihn suchen, ihn begleiten. Denn eine Kirche mit verschlossenen Türen verrät sich selbst und sie verrät ihre Sendung. Und anstatt eine Brücke zu sein, wird sie ein Hindernis. Denn er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle von einem ab. Darum scheut er sich nicht, sie Brüder zu nennen. In diesem Geist bitten wir den Herrn, uns in der Synode zu begleiten. Und seine Kirche zu leiten auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria und des heiligen Josefs, ihres tugendsamen Bräutigams. Und in die Stille der Meditation hinein, die auf die Predigt von Papst Franziskus folgt, nochmals ganz kurz zusammengefasst, die Punkte, zu denen die Kirche gerufen und gemahnt ist, heute für die Familie einzutreten. Die Kirche muss ihre Sendung leben in der Treue zu ihrem Meister. Die Kirche soll ihre Sendung leben in der Wahrheit und die Kirche muss ihre Sendung leben in der Liebe. Das gibt Papst Franziskus den Synodenvätern und den Synodenteilnehmern zum Auftakt dieser Versammlung im Vatikan mit auf den Weg. Und er erinnert an Johannes Paul II., als er sagte, der Fehler und das Böse müssen immer verurteilt und bekämpft werden, aber der Mensch, der fällt oder einen Fehler macht, muss verstanden und geliebt werden. Wir müssen unsere Zeit lieben und dem Menschen unserer Zeit helfen.
das Glaubensbekenntnis. Fratelli carissimi, il Signore Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli. Con questa consolante certezza rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre. Dominum de precepto. Es folgen die Fürbitten in verschiedenen Sprachen. Beten wir für Gottes heilige Kirche. Yun Sing Ga Wei Yi Chung Sun Fuk Chung Ma Kun Zhu Ma Zhu Dik Yun Chi Kung Ching Zhoi Chen Li Wong Oi Dak Chung
守护上主托付他的一切。 Beten wir für die Synodenväter. Para que guiados por el Espíritu Santo, damit sie sich vom Heiligen Geist leiten lassen und den Willen des Vaters mit Treue und Wissen erforschen. Oremus pro legislatoribus et publicis moderatoribus. Beten wir für die Parlamentarier und die Regierenden. Dass sie frei von persönlichen Interessen sein mögen und das wahre Wohl jedes Menschen suchen und fördern und Vorhaben der Gerechtigkeit und des Friedens fördern. Oremus pro juvenibus et sponsis. Beten wir für die Jugendlichen und für die Verlobten. Dass sie dankbar seien für die Gabe des Lebens und der Liebe, dass sie die Schönheit und die Unentgeltlichkeit der Treue entdecken und auch bereit seien zu Opfer und zu Vergebung. Oremus pro familiis dolore affectis. Und schließlich beten wir für jene Familien, die von Schmerz herausgefordert werden. Dass sie getröstet seien durch die Gnade Gottes und durch die Nähe ihrer Brüder und Schwestern und der Institutionen und dass sie Gelassenheit und Hoffnung wiederfinden mögen. Accogli, o Padre, le nostre suppliche e sostienici con la tua provvidenza per Cristo nostro Signore. Amen. Es beginnt nun die eucharistische Liturgie. Eine Familie bringt die Gaben zum Altar. Großeltern, zwei Eltern, zwei Kinder. Der Papst segnet sie alle.
Orate fratres ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deo. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die wir nach deinem Willen darbringen. Vollende in uns das Werk der Lösung und der Heiligung durch die Geheimnisse, die wir zu deiner Verherrlichung feiern. Suscipe quesumus, Domine, sacrificia tuis instituta preceptis, et sacris mysteris, quae debite servitutis celebramus officio, sanctificationem tuae novi redemptionis, dignanter ad imple, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias hagamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, in quo vivimus, movemur et sumus, a quae in hoc corpore constituti non solum pietatis tuae quotidianus esperimur effectus, sed eternitatis etiam vigniora iam tenemus. Primitia semin spiritus habentes, per quem suscitasti Iesum ad mortuis, pasquale mysterium, speramus nobis esse perpetuum. Undet nos cum omnibus angelis te laudamus, iucunda celebratione clamantes. Dicitur, clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petri, uti accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia illibata, in primis, quae tibi offeremus, per Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e regere dignieris tot orbe terrarum, una con me, indigno famulo tuo, con ecclesia tua prees evoluisti, et omnibus ortodoxis a tuo catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularum quae tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus te offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudis pro se suisque omnibus, pro dems redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua eterno Deo e vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genetricis Dei, et Domini nostri, Iesu Christi,
sed et beati Iosef, eius dem virginis sponsi, et beatorum apostolorum at martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Cornelii, Cipriani, Laurentii, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Angigit oblationem servitutis nostre, sedecunte familiae tue quaesumus Domine ut placatus accipias. Diesque nostros in tua pace disponas, aqua eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvias in Graecia enumerari. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quaesum benedictam, adscriptam, ratam, rationabile in acceptabilenque facere dignere, un nobis corpus et sanguis, fiat dilectissimi fili tui, Domini nostri Iesu Christi. Qui privi quam pater etus, accepit panem in santas et venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum, a te Deum Patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Similimodo, post concenatum est, accipias et uc peclarum calicem in santas ac venerabiles manum suas. Item tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, o facite in meam commemoratione. Mysterium fidei, meotem Domine, non servi tui, sed plebs tua sancta, eius in Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus preclare maiestati tue, de tuis donis sagratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, Panem Santum, vita eterne, et calicem salute perpetua.
sopra quae propitio ex sereno vulto, festice ligneris, et accepta avere, sicut accepta avere dignatice, muera pueri tui justi abre, et sacrificium patriarche nostre abre, et quotibi obtulis sumus sacerdus tu Melchisedec, santum sacrificium immaculata nostra. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, unquot ex hac altari participatione sacrosantum fili tui corpus et sanguine subserimus, omni benedizione celesti et gratia repleamus. Memento esiam Domine famulorum famularum quae tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri lucis et pacis ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis suis, de multitudine miserationum tuarum experientibus, partem aliquam et societatem donare dineris, untui sanctis apostolis et martiribus, un Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Inacio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis intra quorum nos consortium, non estimatur meriti, sed venie, quesmus lagitur admite, per Christum Dominum nostrum. Per quem, et comine Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti et divine institutione formati, audemus dicere. Sumus Domini ab omnibus malis. Da propitius pacem in Deibus nostris. Ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spen et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis,
pacem relinquam vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et in vobis spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Und der Diakon lädt die anwesenden Gläubigen zum Austausch des Friedensgrußes ein. Ecce Agnus Dei, ecce vitolis peccata mundi, beati qui accenen agni vocati sunt. Domine non sum dignus ventre et praecum meum, et tanto di praeco, et sanabitur anima mea. Thank you.
Nach dem alten Hymnus Adorote Devote nun einige Augenblicke der Stille zum persönlichen Gebet nach der Heiligen Kommunion. Oremos. Concede nobis omnipotens Deus, udi percepti sacramentis inebriemur atque pascamur, quatenus in id consumimus transeamus. Per Christum Dominum nostrum. Dominus obiscum. Et tu spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Et hoc nunc per tusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ice missa est. Vor dem feierlichen Auszug hält Papst Franziskus noch einmal kurz zum Gebet inne vor der Ikone der Heiligen Familie, die hier im Petersdom neben dem Confessio-Altar zur Verehrung aufgestellt ist. Thank you.
begleitet von seinen Zeremoniären. Küsst Papst Franziskus nun den Altar. Der päpstliche Zeremonienmeister Guido Marini nimmt dem Heiligen Vater den Kreuzstab ab und es beginnt der feierliche Auszug durch den Mittelgang der Petersbasilika. Bei dieser heiligen Eucharistiefeier zum Auftakt der ordentlichen Bischofssynode über Ehe und Familie. Die Bischofssynode wird bis 25. Oktober andauern. Genau 3 Wochen wird sie dauern. Am zweiten Sonntag der Synode wird Papst Franziskus einige Heiligsprechungen am Petersplatz vornehmen, unter anderem jene der Eltern der heiligen Therese von Lisieux, Louis Martin und Sélie Guérin, das erste Ehepaar der katholischen Kirche, das als solches, als Ehepaar zur Ehre der Altäre erhoben wird. Beruf und Sendung der Familie in der Kirche und in der Welt von heute ist der Titel der Bischofssynode, die 3 Wochen lang hier im Vatikan einen pastoralen und geeigneten kirchlichen Umgang mit der Familie, mit der christlichen Familie in allen ihren Ausgestaltungen und mit ihren Problemen erörtern wird. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass Radio Vatikan Sie täglich ausgiebig über den Verlauf der Synode informieren wird. Ich möchte Sie dazu einladen, falls Sie Interesse daran haben, unseren Newsletter zu abonnieren, indem wir jeden Abend unsere tägliche Berichterstattung über Vatikan und Weltkirche zusammenfassen. Abonnieren können Sie diesen Gratis-Newsletter auf folgender Seite www.rv-news.info. Noch einmal die Website, auf der Sie unseren Newsletter abonnieren können, www.rv-news.info. Hier können Sie auch bereits die komplette Übersetzung der Papstpredigt von dieser Eucharistiefeier nachlesen auf unserer Webseite radiovatikan.de. Wir versorgen Sie mit der kompletten Fassung aller Papstpredigten und auch jeweils mit einer Zusammenfassung. Und auch wir schließen uns an dem Gebet für das Gelingen dieser Bischofssynode, an der auch von den Ländern deutscher Sprache ein gutes Dutzend Teilnehmer und auch eine Teilnehmerin vorgesehen und programmiert sind. Papst Franziskus begrüßt an dieser Stelle noch im Zug seines feierlichen Auszugs einige persönliche Bekannte im Kardinal- und Bischofsrang. Ich darf mich, meine Damen und Herren, an dieser Stelle herzlich von Ihnen verabschieden. Gudrun Seiler begleitete Sie durch diese Live-Übertragung und wünscht noch einen gesegneten Sonntag. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.